Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Age Inquisition, Freunde. Wir haben im letzten Part ein wenig über Gefängnisse, über Foltern und anderes Zeug geredet, haben Liliana, Dorian, also haben mit Liliana, Dorian, Sarah, der guten Harding gesprochen und wie heißt der gute Vollhorst hier? Krem haben wir gesprochen und dann wollte ich eigentlich an den Kartentisch und ja, wir sind hier an Blackwall und Vivian stehen geblieben. Das fand ich nicht gerade cool, weil ja, ich hätte gerne noch was am Kartentisch gemacht, aber nun gut. Blackwall. Was hast du hier zu melden? Das ist also die Himmelsfeste. Kommt, gehen wir die Welle ab. Ich möchte sehen, in welchem Zustand unsere Befestigungen sind. Wir werden Korypheus schon meilenweit kommen sehen. Korypheus denkt, wir seien besiegt. Und wenn er uns findet, wird unsere Zahl gewaltig sein. Ich kenne Soldaten. Ich kenne unsere Soldaten. Korypheus hat sich hunderte von Feinden gemacht, als er unsere Tür eingetreten hat. Er soll ruhig kommen. Ich schwöre, ich werde diesen verderbten Bastard erledigen. Und wenn es mich das Leben kostet. Seid vorsichtig, dass euch euer Enthusiasmus nicht umbringt. Ich wäre nicht der Erste, der in euren Diensten stirbt. Seht sie euch an, wie sie sich um euer Banner scharen. Begierig darauf, für Andrastes Herold zu kämpfen. Ihr Glaube ist eine Leine, und eure Inquisition hält sie in der Hand. Seid ehrlich. Seid ihr, was sie von euch sagen? Der auserwählte Andrastes? Ich wünschte, sie würden begreifen, dass ich absolut niemand bin. Ihr seid jemand. Erkennt ihr denn nicht, was ihr für sie seid? Ohne euch würde sie ihre Verzweiflung auffressen. Genau wie uns alle. Für sie müsst ihr der Gesandte Andrastes sein. Es gibt ihnen Hoffnung. Die Wahrheit ist unwichtig. Hört mich nur reden. Eure Zeit ist kostbar und ich habe schon zu viel davon verschwendet. Nein, nicht wirklich. Du siehst nur die Dinge etwas anders als ich. Aber das ist schon okay, mein Freund. Das kannst du ruhig machen. Also, ich habe nichts gegen dich. Definitiv nicht. Du siehst es einfach von einem. Und außerdem sagt Geralt irgendwie was völlig Falsches. Ganz im Ernst. Also, der Geralt in The Witcher 3 wählt seine Ich Worte hoffe, ich kann dir weiserer aus. helfen. Soll ich vielleicht Inwiefern? irgendwas putzen? Oh, Inquisitor, ich arbeite für euch. Sutherland, euer Gnaden. Ich sah einige Banditen, also wollte ich die Leute warnen. Ich rede mit euren Kriegern und dann halte ich mich im Hintergrund. Cool. Wir scharen einige recht einflussreiche. Haben wir einen neuen Einsatz? Nice. Jetzt ist Vivian dran. Und hey, Freunde, langsam haben wir richtigen Kontext in unseren Parts, Freunde. Auch wenn meine Stimme noch nicht ganz so passt, aber ey, wenigstens habt ihr was, womit ihr euch euer Herrn zermartern dürft, oder besser gesagt, wo ihr gerne unten in die Kommentare schreiben dürft, was ihr dazu sagt oder was ihr davon haltet. Also definitiv würde ich mich hart interessieren, denn es gibt ja viele verschiedene Meinungen. Nicht nur meine, ich habe so viele andere Meinungen schon gehört. Das gibt schon gar nicht. Die meisten wollen zwar so ein ausgeglichene Scheiße oder so, keine Ahnung, je nachdem, was es für ein Thema ist, aber ey. Es war ein Fehler, Haven als Hauptquartier zu benutzen. Die Stadt war einfach nicht zu verteidigen.
Ich habe Haven nicht ausgewählt. Das waren Cassandra und Liliana. Eine schlechte Wahl blind zu akzeptieren, ist nicht viel besser, mein Lieber. Ihr habt euch selbst angreifbar gemacht. Und zwar aufgrund einer Fehleinschätzung, die euch gewiss nicht noch einmal unterläuft. Doch der Feind hat euch und der Inquisition einen schweren Schlag versetzt. Das müssen wir akzeptieren. Ihr müsst es akzeptieren. Ihr irrt euch. Wir haben jetzt eine bessere Position und wesentlich mehr Leute. Es hätte gar nicht besser für uns laufen können. Ja, wir dürfen wohl nicht darauf hoffen, dass uns die Launen der Vorsehung jede Schlacht gewinnen lassen. Diese Niederlage mag uns einen Vorteil gebracht haben, aber er wird nicht von langer Dauer sein. Unsere Feinde rücken vor, Inquisitor. Wir dürfen nicht untätig herumsitzen. Kommt ihnen zuvor und lehrt sie, uns zu fürchten. Ihr könnt der Anführer werden, den die Gläubigen brauchen, aber ihr müsst euch beeilen. Aha, und dann ist sie weg, die Gute. Wie sie das immer macht, und es ist Sarah wieder da. Eure Lordhaftigkeit, nicht dein fucking Ernst. Ich muss jetzt hier echt mal weg. Was? Ja, ich komme gleich, mein Freund. Ich muss jetzt hier zuerst mal an den Kartentisch, eigentlich. Falls dann was weg ist, speichere ich mal kurz. Das ist der Speicherstand von vorhin. Habe ich auch schon mal gespeichert. Ich brauche gerade einen neuen Speicherstand. Denn falls die Aufnahme irgendwie geschrottet wird, keine Ahnung durch was, kann ich da wenigstens noch gegenwirken, indem ich den Part nochmal aufnehmen könnte. Nur so. Am Rande beigemerkt. Oder wenn jetzt irgendwie die Aufgabe dann nicht mehr da wäre, nach dem Kartentisch, warum auch immer, könnte ich dann nochmal, neu laden und zuerst dorthin gehen, ne? Auch wenn es mich dann anpissen würde. So, Verpflichtung im Sinne der Inquisition. Ich werde schon bald größere Schatzkammern brauchen. Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, Josephine. Ja, ein hoffnungsvoller Neuzugang. Aha. Bericht der Überaktivitäten der dunklen Brut. Bericht der Überaktivitäten der Schwester Liliana. Es gab einige heikle Situationen, aber wir konnten herausfinden, woran der Sturmküste die dunkle Brut aus der Tiefe kommt. Wenn ihr ihren Ausgang an die Oberfläche verschließt, werden weit weniger dieser Kreaturen, die Küste Friends heimsuchen. Thornton. Okay. Warum habe ich hier Wüste anstatt Küste gelesen? Meine Fresse. Ein hoffnungsvoller Neuzugang. Freut mich. Dann nehmen wir den mal, warte mal. Carlin, sorry. Inquisitor. Das ist mir jetzt gerade egal, geht halt eine Stunde. Wir brauchen noch Arkanistin gewinnen, definitiv. Wir brauchen eine Arkanistin. Was? Null? Die Arkanistin wurde trotz beträchtlicher Kosten und der Bedenken nicht weniger traditionell denkender Magier in Sicherheit gebracht und wartet in der Krypta auf ein Treffen mit dem Inquisitor. Das genau wollte ich eigentlich erreichen. Weil die ist auch noch gut, die Olle. Also ja, mit der können wir nicht raus, aber auf jeden Fall kann die uns sonst helfen. Ein Denkmal für Haven. Botschafterin Montelier, bitte übermittelt der Inquisition meinen Dank. Ihre Soldaten waren bei der Räumung des Geländes für den Bau des Denkmals eine große Hilfe, zumal allein der Anblick ihrer Uniformen alle Beteiligten beflügelt hat. Dieses Monument wird für alle Zeit an die Stärke und Tapferkeit der Gläubigen erinnern. Marquis Durellion. Okay. So, was ist denn jetzt als nächstes dran? Ressourcen sind eher weniger. Die kann man ganz zum Schluss machen. Aufbereitung des Magieraufstandes. Okay. Fiona, wir haben versucht, alle zu informieren, aber einige Zellen waren einfach zu weit weg. Wir werden die Inquisition brauchen, um Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Sie sollten wenigstens wissen, dass die Templer weg sind, oder? Sketch. Okay. Nur 13 Minuten, von mir aus. Inquisitor. Ja. So nennt man mich teilweise. Schatten über Dennerem. Aha. Dafür braucht man Liliana. Emporion, da will ich danach noch hin.
zwischen Adlerfest und Ostwick vermitteln. Die Geschäfte. Ich will zuerst nur die wichtigen machen. Der Preis der Macht. Oh, eine Stunde, eineinhalb Stunden, frisst doch den Besen, ey. Also, eine Stunde und 16 Minuten, das geht ja auch noch, aber ey, fuck the shit. Ein in makelloser Schrift verfasster offizielles Dokument. Es wird Zeit, der Inquisition herrscht über ein kleines Königreich, es wird Zeit, seinen Einfluss Geltung zu verschaffen. Es gibt noch immer unabhängige Lords und Ladies, Bands und Arls. Wenn wir sie durch Arbeit und Leidenschaft nicht überzeugen können, dann vielleicht mit Hilfe von Söldnern. Wir müssen die Macht der Inquisition demonstrieren. Erst wenn die Mächtigen den Einfluss der Inquisition erkennen, werden euch ihre Mittel zur Verfügung stehen. Danach muss er nicht mehr um Unterstützung werben, sondern kann sie ganz einfach kaufen. Der ehrenwerte Gesandte Ferris. Okay. Wir stehen euch zu Diensten. Definitiv. Müssen sie ja machen. Jetzt haben wir alle Aufgaben verteilt und wir können wieder weggehen. Ja gut, dann ist unser nächster Krypta momentan, ne? Auf zu der Krypta. Ja, ich weiß, stelle die Krypta, bla bla. Treff dich im Kammwald mit Hawks, verbindet nur aus den Reihen der Wächter. Nein, wenn wir hier mit der Himmelsfeste erstmal durch sind, klappern wir die Hinterlanden nochmal ab, wegen den Schlössern. Klappern die Küste nochmal ab, wie auch das andere Ding des Kirchens. Inquisitor? Ist die Arkanistin eingetroffen? Das müsst ihr euch selbst ansehen. Hallöchen. Also steht nicht nur mit offenem Mund herum. Finden wir heraus, was ihr braucht. Seid ihr die Magieberaterin? Oh, ihr seid das. Lord Inquisitor. Ich bin Dagna. Arkanistin Dagna. Es ist mir eine Ehre, euer Gnaden. Ist es das? Das Handankermal? Sehr hübsch. Die Bresche war auch hübsch. Auf eine alles zerstörende Weise. Ich heiße euch in der Inquisition willkommen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ich mich auch. Ich habe einige unglaubliche Dinge über euch gehört. Und ich liebe unglaubliche Dinge. Es gibt nichts Besseres. Ich habe mir Herods Geräte angesehen. Ihre Präzision ist fantastisch, aber klassisch, banal. Altmodisch. Was soll das denn heißen? Ich habe nichts gegen das klassische Handwerk, aber ihr braucht eine neue Perspektive. Ich habe einige Änderungen vorgenommen. Solange ich das mache, könnt ihr so gut wie alles bauen. Nahezu gefahrlos. Wo studiert eine Zwergin theoretische Magie? Tja, das habe ich mich jahrelang auch gefragt. Natürlich nicht in Orsama. Ich musste einen eigenen Zirkel gründen. Ich musste dafür kämpfen. Alle haben gesagt, ich schaffe es nicht. Alle. Ich habe in Bibliotheken Böden geschrubbt, Runen gegen Folianten eingetauscht, mich mit anderen Außenseitern getroffen, Querdenkern. Wenn es etwas gibt, das man über Magie wissen kann, dann finde ich es. Magie kennt keine Grenzen, Inquisitor. Egal, was die Leute sagen. Ihr habt euch der Inquisition recht schnell angeschlossen. Wollt ihr vielleicht etwas? Wie könnte ich die Chance verstreichen lassen, in eure Nähe zu kommen? Und in die von Korypheus? Meine Güte. Zu Rissen im Nichts? Und Zwerge? Wir träumen nicht. Wenn Magier darüber reden, kann ich also nur... Tja, davon träumen, wie das wohl wäre. Das ist es, was ich will. Und all die Dinge, die ihr vermutlich finden werdet. Und alles, was ich bauen kann. Hier gelten andere Regeln. Außerdem bezahlt ihr mir... Naja... Verdammt viel. Was qualifiziert euch als Arkanistin?
Ich habe den Titel gewählt, weil ich eine Philosophin, Magieforscherin und Meisterin ihrer praktischen Durchführung bin. Außerdem gefällt er mir. Ich kann zwar keine Magie wirken, weil ich eine Zwergin bin, aber ich laufe nicht Gefahr, verrückt zu werden. Ich bin also sicherer als jeder Magier. Das heißt, dass ich alle meine Fähigkeiten gelernt habe. Mit gesundem Zwergenverstand. Ich stamme aus der Schmiedekaste und weiß, was es heißt, sein Handwerk zu beherrschen. Wusstet ihr, dass vermutlich Zwerge das Verzaubern erfunden haben? Was genau macht ihr eigentlich? Ich wurde für die Schmiede geboren. Das ist in der Schmiedekaste wörtlich zu verstehen. Hammer und Zange sind für mich wie ein Herzschlag. Aber einen Schmied habt ihr schon. Noch dazu einen guten. Ich bin wegen meiner Leidenschaft für die Magie hier. Magische Studien, theoretische Magie, magische Verzauberung und mit ihrer Hilfe die Manipulation von Meisterwerken. Ich habe all das mit einem objektiven Blick studiert, ohne Geheimnisse, ohne Ängste. Dadurch kann ich wie niemand sonst Regeln anwenden. Mit einer Ausnahme vielleicht, aber so verschoben bin ich nicht. Also bin ich wohl doch einzigartig. Ihr seid in der Lage, außergewöhnliche Waffen und Rüstungen herzustellen? Meisterwerke? Das Schmieden ist ebenso eine Kunst wie das Verzaubern. Man braucht ein Ohr dafür. Und Hände. Und Augen. In dieser Hinsicht kann ich nichts gegen Harrod sagen. Er ist wunderbar. Aber ihm fehlt dieses gewisse Etwas. Weiß man wie, wird aus einem Schwert mehr als eine Klinge. Eine Rüstung kann mehr als nur schützen. Und ein Farbton wird noch einen Tick strahlender. Kurz, Schmieden kann mehr sein. Kurz. Was könnt ihr mir über das Verzaubern erzählen? Lyrium ist das Herz. In gewisser Weise schlägt es wie ein lebendiges Herz. So sehe ich das. So, ein Magier kann eure Waffe Dinge tun lassen. Aber mit den richtigen Runen und Raritäten wird aus eurem Spielzeug ein Wunder. Das ist die eine Sache, die Magier nicht können. Und das macht sie wahnsinnig. Buchstäblich. Zwerge sind dagegen resistent, deshalb passiert uns nichts. In der Regel. Ein andermal, Dagmar. Natürlich. Sagt mir, was ihr braucht und ich sorge dafür, dass ihr es bekommt. Mhm. Und wo kann ich das machen? Meinst du hier? Waffen modifizieren oder Rüstung? Wir versuchen das mal. Fuck you, bitch. Keine Aufwertung für diesen Gegenstand verfügbar. Du bist doch echt eine Wichsfigur. Geralt again. Ja gut, was können wir denn draufhauen für eine Rune? Stabklinge. Hochwertige verzauberte Stabklinge. Rune können wir nicht draufhauen. Na, das... Ja, lass es stecken. Wir brauchen zuerst mal richtige Runen und so. Tränke brauche ich nicht, außer wir können bessere Heiltränke machen. Dann... Kein Thema. Heiltrank. Elfenwort. König... Nee. Der königliche Elfenwort brauche ich noch, mein Freund. Ich sag's dir. Wenn du mir die nimmst, klaue ich dir alles, was du besitzt. Ich sag's dir. Rüstung herstellen. Haben wir irgendwas Relevantes an Rüstung? Mit über 200 am besten. Ja, Schlagmeister Harnisch. Ja, das sieht danach noch ein wenig edler aus, mein Freund hier. Wobei die ich jetzt schon habe, auch ziemlich geil ist. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Ihr könnt hier euren eigenen Boost hier noch reinmachen hier, wie ihr gerade möchtet. Maximale Gesundheit, Verteidigung. Ja gut, Sommerstein von mir aus. Ich brauche den richtigen Damage. 203. Ja genau, Viridium. Was 17 von 17 brauche ich dafür? Willst du mich verarschen hier? Oh Gott, wollt ihr mich komplett natzen?
Hier, Verteidigung gegen Magie. Ja. Das ist jetzt dümmer. Wir brauchen definitiv mehr von allem. Scheiß doch, die Wand an. Waffen herstellen, bitte eine Über... Oh. Nein, ich brauche einen Stab. Streit macht der Drachen. Am besten eine Stab des Drachen. Nö, das ist ein Witz. Ich brauche einen Schülerstab. Nee. Steinpirscheklinge. Nein, nein, nein. Durch das Drachen. Nein. Ich brauche eher, wie gesagt. Ja. Heilige Mutter Marie. Ja. Wohnherstellung abgeschlossen. Wir haben gar nichts hergestellt, mein Freund. Wäre cool gewesen, aber nein. Oh Gott. Muss. Das heißt, ich werde definitiv viel unterwegs sein. Viel looten, was das Zeug hält. Oh ja. Das werde ich auf jeden Fall. Hä? Was? Ach so, ja. Das können wir natürlich jetzt auch noch machen. Weil ich glaube, die ist jetzt an dem Ort. Die gute von und zu, wie auch immer. Hä? Ah, Dorian. Wollte ich gerade sagen, Cassandra. Ja, die beiden muss ich auch noch finden. Ja, hier, Vivian. Hast du noch was zu melden? Kannst du mir noch was anderes vom Zirkel erzählen? Ich hätte eine Frage zum Zirkel der Magie. Nur zu. Was wollt ihr wissen? Ihr habt doch gewiss eure eigene Meinung über die Templer, nachdem ihr so lange im Zirkel gelebt habt. Bei den Templern, mein Lieber, verhält es sich ebenso wie bei Magiern, Neveranern oder Menschen. Ich kannte einige, die kaum zu ertragen waren. Andere wiederum waren ausgesprochen charmant. Ich musste so manche Beleidigung von ihnen erdulden, allerdings auch nicht mehr als von Adeligen oder Kaufleuten in Val Royeaux. Ich für meinen Teil fand die Templer immer recht nützlich, wenn es darum ging, unerquickliche Elemente im Zaum zu halten. Was gibt es? Ich würde gern mehr über euch erfahren, Madame Vivienne. Das freut mich, mein Lieber. Ich fürchte nur, ich kann euch nichts erzählen, was ihr nicht ohnehin schon wisst. Okay, dann gucken wir mal auf der Karte, wo denn die anderen Pappnasen sind. Da schon mal nicht. Da müssen. Das wäre der vergessene Junge. Nachdem sich der Staub gelegt hatte, war Kohl nirgends zu finden. Es ist schwer zu glauben, dass er nicht irgendwo in der Himmelsfeste ist. Ja, das ist wohl wahr. Blackwall sitzt auch wieder an seinem angestammten Platz. Der eisene Bulle Cassandra. Hä? Was sind die? Warte mal, das machen wir gleich so. Hier können wir ja nicht sterben. Lalalala. Ja gut. Etwa hier hinten oder was? Ja, genau. Mit denen werden wir jetzt allen noch sprechen, auch mit Varric. Sofern ich den irgendwo finde, den guten Cowboy. Wir gucken hier mal nach. Haben wir irgendwo noch Varric? Irgendwie nicht. Der ist. Kallen ist höchstens da unten, aber hey. Dann sprechen wir noch mit dem Eisernen Bullen. Inquisitor, hm? Naja, die richtige Festung dafür habt ihr ja. Und wo wir gerade davon sprechen, wenn ihr einen Moment Zeit habt, würde ich euch gerne etwas zeigen. Was sollte ich mir ansehen? Kommt mit, ich zeige es euch. Mit uns denn hin? Naja, gucken wir mal. Warum bin ich so angezogen? Das seht ihr gleich. Kommt schon. Ihr werdet es nicht bereuen. Das verspreche ich euch. Nabend. Ich bin der Eiserne Bulle. Meine Söldnertruppe hat sich euch vor kurzem angeschlossen. Tanner, ich bin aus Jada. Naja, aus der Nähe von Jada. Myra, ich war Hauptmann der Wache bei Lady Pendel.
Sie hat mich angeheuert, nachdem dieser Scheiß beim Konklave passiert ist. Wollt ihr was trinken? Und wer ist das? Das ist Grimm. Er redet nicht viel. Es ist mir eine Freude. Hey, Grimm. Kenne ich euch nicht von irgendwoher? Also, seid ihr bereit, ein paar Dämonen oder Venatori zu töten? Oder was auch immer dieser Arsch von Korypheus ist? Es geht hier nicht nur ums Töten. Wir helfen dem Inquisitor, die Welt zu retten und ein neues Reich zu errichten. Klingt, als würde der Inquisitor für eine gute Sache eintreten. Na ja, solange ich bezahlt werde, bin ich glücklich. Deshalb habe ich mich ja schließlich verpflichtet. Ich konnte einfach nicht mein ganzes Leben auf einem Bauernhof verbringen. Ich musste ein wenig leben, versteht ihr? Was ist mit euch, Myra? Wieso seid ihr dabei? Ich dachte, ihr dient irgendeiner Adeligen. Ich habe gesehen, was in Haven passiert ist. Wie der Inquisitor diesem Monster und seinem Erzdämon Auge in Auge gegenüberstand. Ich singe den Gesang des Lichts nicht so oft, wie ich sollte. Aber niemand kann so etwas miterleben und trotzdem nicht glauben. Also dann, Grimm und ich sollten uns auf die Suche nach unseren Zelten machen. Danke für eure Gastfreundschaft. Ich kenne jeden Kämpfer unter meinem Kommando. Ihr habt diese Möglichkeit nicht. Aber es kann nicht schaden, ein paar Gesichter zu kennen. Ihr habt euch angehört, als würdet ihr die Inquisition nicht mögen. Die Leute sagen einem nicht immer die Wahrheit, wenn man zu nett ist. Man muss sie ein bisschen aus der Reserve locken. Aber die beiden halten euch jetzt vielleicht für ein Arschloch. Na und? Es war gut, ihre Sichtweise kennenzulernen. Ja, für Jungs wie Tanner könnten wir offenbar einen leichten Sieg brauchen. Und Veteranen wie Myra haben schon genug erlebt, um wachsam zu sein. Ihr habt eine gute Armee aufgestellt. Vergesst es nicht. Egal, was auch kommen mag. Okay. Das war mal ein Einblick aus der dritten Perspektive, wenn sie uns nicht erkennen. Wie das zwar geht, wenn wir angepriesen wurden, ist mir schleierhaft, aber ey, mir soll es recht sein. Ach ja, wir haben ja schon mit Rarik geredet, das ist mir vorhin auch noch aufgefallen. Deswegen steht ja auch Hawk jetzt hier, also der Champion von Kirkwall. Und jetzt gehen wir noch zu Cassandra und zu Cullen, wie auch zu Cole. Ihr habt immer gewusst, wo Hawk war. Da habt ihr verdammt recht. Ihr verlogenes kleines Aas. Ihr habt mich entführt, ihr habt mich verhört. Was hattet ihr denn erwartet? Hey, das reicht jetzt. Ihr stellt euch auf seine Seite? Ich sagte, es reicht. Wir brauchten jemanden, der die Inquisition anführt. Hawk war unsere einzige Hoffnung. Er war der Champion von Kirkwall. Die Magier respektierten ihn. Und ihr habt ihn vor uns versteckt. Die Inquisition hat doch einen Anführer. Hawk wäre beim Konklave gewesen, wenn irgendjemand ihre Heiligkeit hätte retten können. Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern, Cassandra. Also muss ich einfach akzeptieren, dass... Was? Dass der Erbauer wollte, dass all das geschieht? Dass er... Barrick ist ein Lügner, Inquisitor. Eine Schlange. Selbst nach dem Konklave, als wir Hawk am dringendsten brauchten, hat Barrick uns seinen Aufenthaltsort verschwiegen. Aber jetzt ist er da. Wir stehen auf derselben Seite. Wir alle wissen, auf welcher Seite ihr steht, Rarik. Und es wird nie die der Inquisition sein. Ihm jetzt Vorwürfe zu machen, hilft uns nicht weiter, Cassandra. Ganz genau. Und ihr haltet besser nichts mehr vor uns geheim. Ich verstehe.
Ich sollte nicht darüber nachdenken, was hätte sein können. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Geht, Varric, bitte. Geht einfach. Wisst ihr, was ich denke? Wäre Hawk im Tempel gewesen, dann wäre er jetzt ebenfalls tot. Ihr und euresgleichen habt ihm schon genug angetan. Ich habe ihm geglaubt. Er hat mir irgendeine Geschichte erzählt und ich habe sie geschluckt. Hätte ich ihm nur erklärt, was auf dem Spiel stand, es ihm begreiflich gemacht. Aber das habe ich nicht, oder? Ich habe ihm nicht erklärt, warum wir Hawk brauchten. Ich bin solch eine Närrin. Was wäre gewesen, wenn ihr ihm nicht geglaubt und Hawk aufgespürt hättet? Ehrlich gesagt hätte Hawk den Posten als Inquisitor womöglich ohnehin abgelehnt. Er hat schließlich den Magieraufstand unterstützt. Er hätte mir nicht eine Sekunde lang vertraut. Aber es geht hier nicht um Hawk und noch nicht einmal um Varric. Nicht wirklich. Ich hätte vorsichtiger sein müssen. Ich hätte klüger sein müssen. Ich verdiene es nicht, hier zu sein. Ihr seid zu streng mit euch, Cassandra. Nicht streng genug, fürchte ich. Das glaubt ihr doch nicht wirklich. Ihr sollt wissen, dass ich nichts bedauere. Hätten wir Hawk gefunden, wäre der Erbauer vielleicht nicht gezwungen gewesen, euch zu uns zu schicken. Aber er hat es getan. Ihr seid nicht das, was ich erwartet hatte. Aber wenn ich eines gelernt habe, dann, dass ich nicht das Geringste weiß. Doch, doch, du weißt schon was, Cassandra. Nur, du bist ein bisschen auf dem falschen Weg, meine Freundin. Es gibt da etwas, das mich beunruhigt, Inquisitor. Aha. Liliana erhält immer wieder Berichte über besessene Magier und abtrünnige Templer. Doch es gibt niemanden, der dem nachgeht. Ich hatte gehofft, wir könnten uns damit befassen, bevor es noch schlimmer wird. Klar. Ja, natürlich. Wir können dem nachgehen. Sobald ich von derartigen Vorfällen höre, werde ich die Orte auf der Karte markieren, Inquisitor. Sehr nice. Außerdem würde ich euch gerne begleiten, wenn ihr der Sache auf den Grund geht. Okay. Ich hätte da noch ein paar weitere Fragen. Warum überrascht mich das nicht? Erzählt mir von eurem Bruder. Ich möchte lieber nicht über Anthony sprechen. Ein andermal vielleicht. Ich überlasse euch dann mal wieder eure Arbeit. Oh Mann, besiege weiß der Geier wie viele in den verschiedenen Orten. Oh Mann. Das wird mir was. Was gibt's hier? Das ist noch eine Schmiede oder so. Okay. Interesting. Das ist der Waffenständer. Cool. Schade, dass man hier nichts kaufen kann. Ist hier noch irgendwer oder irgendwas? Achso, hier ist nix. Und hier? Heilige Mutter Maria. Die Himmelsfeste ist einfach eine gewaltige Scheiße. So. Abkürzung ist immer die beste Variante, um hier von A nach B zu kommen. Jetzt ist die Frage, ja, wenn alles noch richtig ist in meinem Kopf, dann müssen wir hier einfach nur runter. Ah, das haben wir schon gelesen. Hier drehen wir uns mal um, ob hier irgendwo noch was sonst rumhängt. Cole besuchen. Aha. Cullen. Ich besuche zuerst Cullen, da er gerade dort steht. Schickt ein paar Männer los, um die Gegend auszukundschaften. Wir müssen wissen, was uns dort draußen erwartet. Jawohl, Sir. Kommandant, den Soldaten wurden ihre Übergangsquartiere zugewiesen. Sehr gut. Ich brauche außerdem Informationen über den Zustand der Waffenkammer. Sofort! Wir waren in Haven gut vorbereitet. Nur natürlich nicht auf einen Erzdämon. Oder was auch immer es war. Wären wir vorgewarnt gewesen, hätten wir... Schlaft ihr auch irgendwann mal? Wenn Korypheus erneut zuschlägt, haben wir vielleicht keine Möglichkeit, uns zurückzuziehen. Und ich würde es auch nicht wollen. Wir müssen bereit sein.
Die Arbeiten an der Himmelsfeste laufen und der Wachwechsel ist festgelegt. Innerhalb einer Woche sollte alles in die Wege geleitet sein. Wir werden nicht von hier fliehen, Inquisitor. Wie hoch waren unsere Verluste? Die meisten unserer Leute haben es in die Himmelsfeste geschafft. Es hätte schlimmer sein können. Die Moral war schlecht, aber sie hat sich deutlich verbessert, seit ihr den Posten des Inquisitors übernommen habt. Inquisitor Trevelyan. Das klingt merkwürdig, findet ihr nicht? Keineswegs. Ist das die offizielle Antwort? Ich schätze schon. Aber es ist auch die Wahrheit. Wir brauchten einen Anführer und ihr habt euch als würdig erwiesen. Ihr habt schnell reagiert, als der Angriff auf Haven begann. Ohne euch hätten wir jetzt deutlich mehr Tote zu beklagen. Ich bin dankbar für jede Hilfe, die ihr mir anbieten könnt. Vielen Dank, Inquisitor. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Sicherheit unserer Leute zu gewährleisten. Darauf gebe ich euch mein Wort. Das finde ich doch mal cool. Hast du sonst noch was zu sagen, Kallen? Ja. Gibt es irgendetwas, wovon ich wissen sollte? Die Reparaturen an den Befestigungen der Himmelsfeste gehen voran. Unsere Späher melden außerdem keinerlei unmittelbare Bedrohungen in der Umgebung. Wir können uns glücklich schätzen, dass Solas von diesem Ort wusste. Okay, das heißt, jetzt kommen wir zu Kallen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Dieses Ding ist kein streunender Welpe, den ihr zu einem Schoßtier machen könnt. Es hat hier nichts verloren. Würdet ihr dasselbe nicht auch über einen Abtrünnigen sagen? Inquisitor, angesichts seiner ungewöhnlichen Fähigkeiten habe ich mich gefragt, ob Cole womöglich ein Magier ist. Er kann die Leute dazu bringen, ihn zu vergessen oder ihn noch nicht einmal wahrzunehmen. Das sind nicht die Fähigkeiten eines Magiers. Es scheint, als wäre Cole ein Geist. Er ist ein Dämon. Gut, wenn euch das lieber ist. Allerdings ist die Wahrheit ein klein wenig komplizierter. Cole hat uns in Haven vor Corypheus gewarnt. Er hat zahlreiche Leben gerettet. Und was wird uns seine Hilfe kosten? Wie viele Leben wird dieser Dämon später einfordern? Tatsächlich lässt sich sein Wesen nicht derart leicht definieren. Drückt euch klar aus, Solas. Womit haben wir es zu tun? Dämonen betreten diese Welt normalerweise, indem sie von etwas Besitz ergreifen. In ihrer wahren Gestalt sehen sie grotesk aus. Monströs. Aber ihr behauptet doch, Cole sehe wie ein junger Mann aus. Haben wir es also mit Besessenheit zu tun? Nein, er hat von nichts und niemandem Besitz ergriffen und wirkt doch in jeglicher Hinsicht menschlich. Cole ist einzigartig, Inquisitor. Und darüber hinaus möchte er helfen. Ich würde vorschlagen, es ihm zu gestatten. Nach allem, was ich gelernt habe, ergreifen Dämonen entweder von irgendetwas in dieser Welt Besitz oder werden beschworen und gebunden. Sie sehen allerdings so gut wie nie wie irgendetwas aus, das man mit einer echten Person verwechseln könnte. Normalerweise hättet ihr damit recht. Cole hingegen hat sich willentlich in menschlicher Gestalt manifestiert, ohne von jemandem Besitz zu ergreifen. Die Dämonen, die durch die Bresche oder die Risse kamen, haben auch von nichts Besitz ergriffen. Diese Dämonen wurden gegen ihren Willen hindurchgerissen und von dieser Welt in den Wahnsinn getrieben. Cole jedoch war schon vor der Bresche hier. Soweit wir es sagen können, lebt er schon seit Monaten oder vielleicht sogar Jahren hier. Er sieht wie ein junger Mann aus. Im Grunde genommen ist er ein junger Mann. Es ist bemerkenswert. Ich sollte mir anhören, was Cole selbst dazu zu sagen hat. Wo ist er jetzt? Wenn sich keiner von uns an ihn erinnert, könnte er überall sein. Haven. So viele Soldaten haben gekämpft, um die Pilger zu beschützen und ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben. Ich schlucke die Angst runter. Durch die Arznei kann ich nicht klar denken, aber die Schnitte quälen mich bei jedem Herzschlag.
weißglühender Schmerz. Alles brennt. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich werde... Ich sterbe. Ich bin... tot. Ihr fühlt ihren Schmerz? So nah und bei so vielen von ihnen ist er lauter. Möchtet ihr irgendwo hingehen, wo es für euch angenehmer ist? Ja, aber nur hier kann ich helfen. Jeder Atemzug wird langsamer, wie in einem warmen Bad. Ich gleite davon, der Geruch der Haare meiner Tochter, wenn ich ihr einen Gute-Nacht-Kuss gebe. Er ist fort. Rissiger, brauner Schmerz. Trocken, scheuernd. Ich bin durstig. Hier. Danke. Schon gut. Sie wird sich nicht an mich erinnern. Ihr nutzt eure Kräfte als Geist, um den Leuten zu helfen? Ja. Früher dachte ich, ich wäre ein Geist. Ich wusste es nicht, ich habe Fehler gemacht. Aber auch Freunde gefunden. Dann bewies ein Templer, dass ich nicht real bin. Ich habe meine Freunde verloren. Ich habe alles verloren. Ich habe gelernt, mehr so zu sein, wie ich bin. Es hat mich verändert, aber auch stärker gemacht. Ich kann jetzt mehr fühlen. Ich kann helfen. Die Inquisition könnte eure Hilfe brauchen, sofern ihr dazu bereit wärt. Ja, ich helfe. Ich lindere Leid. Helfe den Hilflosen. Da ist jemand. Es tut weh. Es tut so weh, so weh. O Erbauer, bitte lass den Schmerz vergehen. Die Heiler haben getan, was sie konnten. Es wird Stunden dauern, bevor er stirbt. Jeder Augenblick wird eine Qual sein. Er will Barmherzigkeit. Hilfe. Ihr sagt, es wird Stunden dauern, bis er stirbt. Aber ihr könnt euch dessen nicht sicher sein. Sein Körper versagt. Er könnte sich wieder erholen. Oder die Heiler finden doch noch eine Möglichkeit, ihm zu helfen. Woher wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Ebenso wenig wie ihr. Das ist einfach Teil des Lebens. Versucht es. Ich möchte hier bleiben. Wir haben ihn also zum Nachdenken gebracht. Wo ist jetzt eigentlich hin, der gute Cole? Das gucken wir dir gleich noch, Wundarzt. Inquisitor, kann ich etwas für euch tun? Ich sollte mich jetzt nämlich wirklich auf die Verwundeten konzentrieren. Haben wir viele Verwundete? Es werden von Tag zu Tag weniger. Die am schwersten Verletzten haben die Reise zur Himmelsfeste nicht überlebt. Was die anderen angeht, sie werden entweder gesund oder... Ich tue mein Bestes, dass sie ohne Schmerzen sterben. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Der Kommandant hat mich aus den Flüchtlingslagern geholt. Ich habe die Pilger dort notdürftig versorgt. Knochenbrüche, einfache Amputationen und dergleichen. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ihr seid keine Magierin. Sollten wir das hier nicht den Heilern überlassen? Magie kann nicht alles heilen. Und wir sollten uns nicht auf sie verlassen. Der Wissenschaft, euer Gnaden, gehört die Zukunft. Gute Gesundheit hat nichts mit Magie zu tun. Sie ist vielmehr eine Frage der Ernährung, der körperlichen Ertüchtigung und des Humors. Weitermachen. Euer Gnaden. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Die hat nichts Neues zu sagen. Das ist leider sehr traurig. Dann gehen wir halt noch so schnell zu Blackwall. Ich habe ja gesagt im letzten Part, dass ich noch die 40 Minuten oder 50 Minuten Part mache, um hier alle Leute reinzukriegen. Lord Inquisitor, Bonnie Sims, zu euren Diensten. Ich hoffe, der gute Sagrid war nicht so ungehobelt. Nun,
da ihr über ein gewisses Vermögen verfügt, verdient ihr etwas Besseres. Als Vorsteherin der Gewerbetreibenden werde ich euch jeden Wunsch erfüllen. Wie geht es euch? Blüht das Geschäft? Die Geschäfte laufen von Tag zu Tag besser, dank euch. Wer oder was sind die Gewerbetreibenden? Eine Gruppe wohlwollender und gewinnorientierter Individuen, die es sich zur Pflicht gemacht haben, örtliche Handwerker und Lieferanten zu fördern. Eine Gilde sozusagen, wobei das Katerverbindungen unterstellt, an denen wir nicht interessiert sind. Unsere Ziele innerhalb der Inquisition sind gerechtfertigt und ehrenhaft. Ihr bekommt alles, was ihr braucht, zu redlichen Preisen. Was könnt ihr für die Inquisition tun? Alles, was ihr wollt. Und noch mehr. Es erfordert einen beträchtlichen Aufwand, einen abgelegenen Ort wie eine Hauptstadt erscheinen zu lassen. Natürlich führen die Boutiquen in Val Royaux nach wie vor die edelsten aller Gewänder. Allerdings gehen sie nicht auf Reisen. Jedenfalls noch nicht. Sagred hat Haven überlebt. Wo ist er? Unterwegs. Er leistet gute Arbeit für euch und euer Gefolge. Allerdings ist der Posten hier mittlerweile erstrebenswerter. Es war Zeit für einige Veränderungen. Ich werde alles tun, um zu beweisen, dass sich dadurch vieles gebessert hat. Warum seid ihr eine einfache Händlerin, wenn ihr dieser Gruppe vorsteht? Ich möchte den Eindruck vermeiden, ich wäre eine aufgeblasene Kommandantin einer Bande von Verbrechern. Es ist besser, im Geschäft zu bleiben, die Fäden in der Hand zu halten. Seht ihr das nicht ähnlich, Inquisitor? Wir reden ein andermal. Naja, nur ein bisschen. Aber hey, Blackwall, was hast du noch zu melden? Bitte an der Kasse melden, würde ich sagen. Wir müssen allerdings noch mal kurz hier rumgucken. Wo ist Cole? Ist er an seinem angestammten Platz? Ich hoffe doch. Cole, ja, er ist an seinem angestammten Platz jetzt. Dann gehen wir ihn gleich auch noch besuchen. Das? Das ist nur eine kleine Fingerübung. Ich bin dankbar, dass ihr mich gefunden habt. So aufregend meine Wanderungen durch die Wälder auch waren, das hier ist besser. Es ist gut, Teil von etwas derart Wichtigem zu sein. Von etwas, das wirklich etwas verändern könnte. Es freut mich, dass ihr das so seht. Ich klinge wie eine Schwester der Kirche, nicht wahr? Wie eine alberne, kleine Anwärterin. Aber was soll's? Ich schätze, ihr habt euch meine Loyalität verdient und meinen mädchenhaften Enthusiasmus. Wem man folgt, entscheidet, wer man ist. Hat mir mal jemand gesagt, ich brauchte Jahre, um zu verstehen, was er damit gemeint hat. Das ist ausgesprochen weise. Es war ein Chevalier, der diese Worte zu mir gesagt hat. Ein mächtiger Mann, aber niemals ehrlos, ein wahrer Ritter. Wir begegneten uns als Kontrahenten im großen Tournai. Er gab mir diesen Rat, bevor wir wieder unsere Wege gingen. Er hatte seine Ambition zurückgestellt, damit ich den Behurt gewinne. Ich habe ihm nicht einmal gedankt. Was ist dieses große Tournai? Ihr habt noch nie davon gehört, vom großen Tournai der freien Marschen? Es ist ein gewaltiges Spektakel mit Gesang, Tanz und Wein. Mit jeglicher Unterhaltung, die ihr euch nur vorstellen könnt. Der wichtigste Teil ist jedoch der Waffengang. Wer sich im großen Tournai beweist, hat eine glorreiche Zukunft vor sich. Wie hat er euch geholfen? 100 Männer standen sich auf dem Kampfplatz gegenüber. Jeder kämpfte für sich. Der Ritter und ich hatten ein Bündnis geschlossen. Wir beide allein nahmen es mit allen anderen auf. Unser Ziel? So viele Gegner wie möglich niederzustrecken. Den letzten Streich hat er dabei stets mir überlassen. Das war selbstlos von ihm. Er meinte, ich hätte alles zu gewinnen, während er nichts verlieren würde. Als es vorbei war, bot er mir an, mein Mentor zu werden und mich zu lehren, ein Ritter wie er zu werden. Und ich, jung und dumm wie ich war, schlug sein Angebot aus. Ich hatte gerade den Buhurt im großen Tournai gewonnen. Ich brauchte ihn nicht. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Ihr seid jetzt hier. Ein grauer Wächter. Alles hat sich zum Guten entwickelt. Ja, das stimmt wohl. Nehme ich an. Aber ich bin jetzt älter und hoffentlich auch klüger. Ich denke, ich habe mich entschieden, der richtigen Person zu folgen. Oh.
Okay, hast du sonst noch was zu sagen? Zu euren Diensten. Variks Freund Hawk meinte, es gäbe Hinweise, die Grauen Wächter könnten korrumpiert sein. Wisst ihr irgendetwas darüber? Korrumpiert? Was genau meint ihr damit? Korypheus. Er besitzt die Fähigkeit, den Verstand von Wächtern zu beeinflussen. Das würde erklären, warum so viele von ihnen verschwunden sind. Wenn das wahr ist, sind sämtliche Wächter in Gefahr, sogar ihr. Wir sollten eure Brüder also besser finden. Ihr habt recht, und wenn euch Hawk einen Anhaltspunkt gegeben hat, wo wir mit der Suche beginnen können, sollten wir unverzüglich aufbrechen. Lasst uns über die Grauen Wächter reden. Ihr müsst viel über sie wissen. Ah, die Wächter also. Ich fürchte, wir sind weitaus weniger spannend, als es den Anschein hat. Wie werden die Wächter mit einem Erzdämon fertig? Die kurze Antwort? Man durchbohrt ihn mit Schwertern, bis er sich nicht mehr bewegt. Ich vertraue darauf, dass ihr wisst, wovon ihr sprecht. Wir werden es schon schaffen, wenn es dazu kommt. Lasst uns diese Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Wie ihr wünscht. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Inquisitor? Wie viel wisst ihr über Korypheus? Nicht sonderlich viel. Ich dachte immer, die Geschichten über die Magister, die goldene Stadt verdarben, wären tatsächlich nur Geschichten. Ich hatte nicht erwartet, dass sie wahr sind. Und noch weniger hätte ich erwartet, dass einer von ihnen noch am Leben ist. Wissen die Grauen Wächter denn nicht alles über die Dunkle Brut? Man muss nicht wissen, wie die Dunkle Brut entstanden ist, um sie zu töten. Wir sind Soldaten. Keine Historiker. Und die Welt wäre weitaus besser dran, wenn sich die Leute darauf konzentrieren würden, das Böse zu besiegen, anstatt zu erklären, wo es herkommt. Korypheus hat vor langer Zeit aufgehört, ein Mensch zu sein. Die Dunkle Brut hat andere Lebensspannen als die Menschen, oder? Ja, ich schätze schon. Sie sind unnatürlich und verlängert vom Bösen. Aber das war vor Tausenden von Jahren. Man sollte eigentlich meinen, die Wächter hätten es inzwischen geschafft, die Ersten der Dunklen Brut zu vernichten. Wisst ihr, ob es noch mehr Dunkle Brut wie Korypheus gibt? Ich weiß es nicht. Und ich befürchte, kein Wächter weiß es. Reden wir über etwas anderes. Was denkt ihr über die Inquisition? Die Inquisition ist jedermanns bester Freund. Wie Josephine das bewerkstelligt hat, ist mir allerdings ein Rätsel. Was denkt ihr über meine Berater? Liliana wirkt nett und ein wenig furchteinflößend. Aber vor allem nett. Macht euch Liliana Angst? Hat sie irgendetwas zu euch gesagt? Nein, sie hat gar nichts gesagt. Ich möchte sie nur einfach nicht verärgern. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass ich mit einem Messer in meinen Nieren aufwache. Was denkt ihr über meine Berater? Liliana wirkt nett und ein wenig furchteinflößend. Aber vor allem nett. Wie steht ihr zu unseren Freunden? Ihr habt euch doch sicher eine Meinung über sie gebildet. Je weniger ich über Dorian nachdenke, desto besser. Was denkt ihr über die Ziele der Inquisition? Ordnung wiederherzustellen ist ein Ziel, das ich vorbehaltlos unterstütze. Aber das ist noch nicht das Ende, oder? Noch nicht mal annähernd. Die Sucherin denkt, wir würden die Kirche wieder aufbauen. Andere sagen, sie müsse reformiert werden. Ich weiß nicht, welche Position ihr in dieser Frage vertretet, und ich muss zugeben, ich habe mich auch noch nicht entschieden. Wir sollten uns wieder unseren Pflichten zuwenden. Wie ihr meint. Immerhin habt ihr hier ja das Sagen. Inquisitor? Ich möchte mehr über euch erfahren. Verglichen mit eurem wird euch mein Leben äußerst langweilig erscheinen. Euer Name Blackwall klingt nicht olesianisch. Kommt ihr aus den Marschen? Aus Ferelden? Ich stamme aus den Freien Marschen, zumindest ursprünglich. Aus Morkham. Aber das war vor langer Zeit, in einem anderen Leben. Es heißt, viele Wächter wären früher Verbrecher gewesen. Ihr habt recht, und wenn man ihnen beitritt, ist die Vergangenheit vergessen. Belassen wir es also dabei.
Was habt ihr gemacht, bevor ihr ein Wächter wurdet? Ich war Soldat, ein Niemand, der dazu ausgebildet wurde, ein Schwert zu führen und Befehle zu befolgen. Irgendwann war ich es dann leid, die Kriege anderer auszufechten. Also wurdet ihr ein Wächter? Mehr oder weniger. Ein grauer Wächter zu werden, gab mir zum ersten Mal ein Gefühl von Bedeutung. Verglichen damit wirkt das Leben, das ich vorher führte, leer. Vielleicht wird es ja eines Tages ganz verblassen. Warum habt ihr euch den Wächtern angeschlossen? Weil sie sich erinnern, was Ehre und Opferbereitschaft sind. Worte, die für uns andere nur wenig Bedeutung haben. Weil sie ihr Leben für diejenigen geben, die zu schützen sie geschworen haben. Wir alle brauchen den Glauben, dass es auf der Welt solche Männer gibt. Und ich musste glauben, dass ich einer von ihnen sein könnte. Wir können dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Natürlich. Oh Mann. Hammer viel zu bereden hier. Meine Fresse. Lisette, mit der haben wir auch nicht gesprochen. Ich danke euch für Haven. Für Redcliffe weniger. Aber ich bin entschlossen, euer Gnaden zu dienen. Mhm. Aber wer heißt schon... Wie heißt sie? Lisette. Wer heißt schon so? Also ich bitte dich, da bist du gestraft fürs Leben. Aber hey. Soll ich meine Sorge sein? Geralt ist da zwar auch nicht gerade ein besserer Name, aber... Der hat Stil, weil man ihn mit The Witcher 3 Geralt vergleicht. Dann vor allem Ding mit den weißen Haaren. Einfach ein Jung. Ich bin glaube ich falsch, ne? Ressourcen inspizieren. Ach so, hier kann man die Ressourcen abgeben. Okay. Natürlich. Oh, verdammt, ihr seid das. Morris. Verdammt, Morris. Kommt das auch in der Höflichkeitsform vor? Himmelsfeste und ihre Besucher. Unsere Lager füllen sich und solange wir genügend Geld für Vorräte haben, wird es euch und den euren an nichts fehlen. Das finde ich gut. Was qualifiziert euch für diesen Posten? Er ist schließlich sehr wichtig. Meine Familie hat Verbindungen zu verschiedenen unabhängigen Milizen. Meine Vettern dienen als Offiziere in Ferelden und Orlais. Und eure Qualifikation? Meine Familie hat Abkommen mit drei neureichen Häusern in Tevinter und einen seltenen Vertrag mit Orsamar, mit einem Paragon gleichen Namens. Und eure Qualifikation? Um ehrlich zu sein, euer Gnaden, habe ich mich das auch gefragt. Ich bin der Mittelpunkt dutzender von Fäden, die von anderen gesponnen wurden, um ein ausgedehntes Netz von Ressourcen zu flechten. Aber ich bin der Aufgabe gewachsen. Der Himmelsfeste wird es an nichts mangeln. Das schwöre ich euch. Die letzte Quartiermeisterin hat Haven überlebt. Wo ist sie? Sie hatte eigene Ansichten. Und hat sie noch. Völlig legitime Ansichten, wenn man sie teilt, Inquisitor. Ich glaube, man war der Ansicht, euer Quartiermeister sollte etwas umgänglicher sein, nun da die Inquisition in Orlais ist. Sie dient euch noch immer, nur nicht mehr an vorderster Front. Wie läuft es? Haben wir alles, was wir brauchen? Unsere Kapazitäten werden größer, ebenso wie unsere Anforderungen an unsere Lieferanten. Ich musste schon einige von ihnen ins Gebet nehmen. Das war aufregend. Weitermachen. Wir sind hier, wenn ihr etwas braucht. Ja, das denke ich mir. Du bist ja ein NPC, du stehst immer an Ort und Stelle. Wie meinst du das? Hier rein. Kann das denn die Möglichkeit sein? Ja, Harding ist nicht schlecht. Da ist eine Bulle sitzt hier. Okay. Was kann ich für euch tun? Bis später. Du möchtest nicht reden. Es war nett mit euch zu. Ja. Hat man nicht viel von gemerkt, mein Freund. Dann noch mit Cabot sprechen. Inquisitor. Und ihr seid? Der Schankwirt, Cabot? Nur der Schankwirt? Was hattet ihr denn erwartet? Willkommen bei der Inquisition. Danke, willkommen in der Taverne. Wie ist die Stimmung im Moment? Schwülstig? Wo habt ihr gelernt? Ich nehme an, ihr habt eine Ausbildung genossen. Als Schankwirt? Ich bin kein Alchemist. Ich schenke Bier aus, das nicht nach Nackpisse schmeckt und tue so, als würde ich den Leuten zuhören. Ich schätze, ich habe alles zu Hause gelernt, bei Familienfeiern. Meine Spezialität ist Bier.
altes antivanisches Rezept. Streng geheim. Ihr scheint mir ein harter Hund zu sein. Warum seid ihr hier? Könnte ich kämpfen, würde ich einen Helm tragen. Wäre ich ein Magier, würde ich mit Feuer werfen und wäre vermutlich tot. Aber ich kann gar nichts. Genau wie hunderte andere Leute, die nichts tun können, außer dafür zu sorgen, dass die Tausenden, die etwas tun können, es auch tun können. Abgesehen davon, gibt es einen ungefährlicheren Ort als euer Schloss? Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Die Leute in Chateau Crane du Gris haben euren Aufruf gehört und sind bereit, sich euch anzuschließen. Weitermachen. Inquisitor? Finde ich sexy. Aber ich finde den äußerst unsympathisch, im Gegensatz zu unserer Haven-Tante da. Außer die da, wenn die mal was singt, dann kann man ja drüber reden. Aber hey, hey Krem, du sitzt jetzt nicht mehr. Ach so. Der sagt nur dasselbe wie immer. Na dann gehen wir jetzt noch zu Cole. Sarah sollte eigentlich... sind wir hier richtig? Nein, sind wir noch nicht. Ich brauche noch eine Etage höher. Was? Cole ist hier. Aber eigentlich sollte es hier noch weitergehen. Ach so, hier. Ich wollte gerade sagen. Weil hier ist eigentlich danach Sarah immer. Naja, ich weiß das halt alles noch. Aber Sarah ist jetzt noch nicht hier. Weil die will dann nochmal mit uns einige Scheiße machen. Und ich sag euch, die machen wir alle mit. Zuerst dachte ich, das könnte negativ auf mich auswirken. Aber nö, hat's definitiv nicht. Dann kommt noch ein bisschen Pfanne in die Bude. Kohl suchen. Was macht ihr gerade? Ich lausche. Überanstrengte Augen, das Scheppern der Rüstungen dröhnt in meinen Ohren. Mein Rücken schmerzt, meine Finger sind zu ungeschickt für einen Knoten. Kühler Wind wie an Tante Eloises Teich. Verbrühte Lippen, als ich nippe. Wärme blüht in mir auf, der erste Kuss in der Scheune. Wie war noch sein Name? Zinn klappert, als das Blut fließt. Pierres verhüllter Körper auf dem Wagen, der zur Kirche rollt. Noch 5 Minuten. Es ist meine Schuld. Könnt ihr die Gedanken aller anderen auch so hören wie ihre? Nein, sie müssen mich brauchen. Leid, Angst, Trauer, Schuld, Zorn, Schmerz. Dinge, die ich beheben kann. Könnt ihr etwas für sie tun? Ja. Schon gut. Nichts, was ihr getan habt, war von Bedeutung. Was? Wer seid ihr? Sie liegen da und manchmal sterben sie. So wie Pierre. Ihr könnt sie nicht retten. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wer ihr seid. Moment. Das hat nicht funktioniert. Lasst es mich erneut versuchen. In einer Minute werdet ihr mich vergessen. Was habt ihr jetzt vor? Ich lasse sie mich vergessen. Und dann mache ich es nochmal. Nur diesmal richtig. Hört auf, Cole. Inquisitor, was macht ihr hier, euer Gnaden? Gehört dieser Mann zu euch? Ja, bitte entschuldigt die Störung. Wie soll ich es richtig machen, wenn ich es falsch gemacht habe und sie nicht vergessen lassen kann? Hört auf, in ihrem Kopf herumzuwühlen. Begegnet ihr wie eine normale Person. Euer Gnaden, gibt es... kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ihr wart traurig. Natürlich war ich traurig. Ein Mann ist gestorben, weil ich ihn nicht retten konnte.
Es war nicht eure Schuld. Ihr könntet arbeiten, bis ihr zusammenbrecht und würdet dennoch nicht jeden retten. Danke, dass ihr das sagt. Bitte entschuldigt mich, euer Gnaden. Es geht ihr nicht besser. Sie braucht Zeit, um es zu verarbeiten. Es wäre schneller gegangen, wenn ich es richtig gemacht hätte. Dann habt ihr jetzt ebenfalls Zeit, das zu verarbeiten. Das verstehe ich nicht. Aber danke, dass ihr versucht habt, mir zu helfen. Kein Thema. Immer wieder gerne, mein Freund. Dafür bin ich ja hier. Wenn du irgendwie Stress hast, einfach bei mir klingeln. Ich helfe dir gerne. Du musst nicht alles auf deine Weise versuchen. Wie du siehst, kommt das nicht immer gut an, Cole. Oder besser gesagt, funktioniert nicht immer, wie du das gerne hättest. Und kannst außerdem sicher das Gehirn brutzeln irgendwie. Was sicher nicht cool wäre. Stellt euch mal vor, jemand, pfuscht immer an eurem Gehirn rum, ne? Das wäre nicht so geil. Roderick hat es vor seinem Tod bedauert. Hat er euch erzählt, was genau er bedauerte? Überall Blut, Bestien, Wahnsinn, Tod. Wir alle werden sterben. Der Herold stellt sich ihm entgegen und Köpfe wenden sich ihm zu. Verzweifelt und einfach. Rein. Stimmen in der Kirche. Es ist Jahre her, seit ich das Lied gesungen und gespürt habe, wie es mich durchdringt. Aber das hier ist real. Es ist real. Es ist so lange her, dieses Gefühl. Gleitend, gütig, Glaube. Und ich habe ihn bekämpft. Möge mir der Erbauer vergeben. Ich hoffe, ich habe genug getan. Er hasst das alles wegen der Dunkelheit hinter der Tür. Einige Türen sollten geschlossen bleiben. Ich habe von einigen merkwürdigen Vorkommnissen hier in der Feste gehört. War das euer Werk? Ja, vielleicht. Was war es denn? Irgendjemand hinterlässt geschälte Pflaumen auf dem Fenstersims. Sie locken Fliegen an. Spinnen brauchen etwas zu essen. Lasst uns über etwas anderes sprechen. Einverstanden. Ich würde mit euch gerne über das sprechen, was euch widerfahren ist, bevor wir uns kennengelernt haben. Vor euch war Rice, mein Freund. Er hat mir gezeigt, dass es falsch war, die Magier zu töten. Ich dachte, ich würde ihnen helfen. Dann sind er und Evangeline nach Adamant gegangen und ich habe sie begleitet. Ich hatte Angst, Evangeline würde Rice wehtun. Wir haben gefährliche Dinge entdeckt. Sie machten Sucher Lambert Angst und er hat den Magiern Angst gemacht. So begann der Aufstand. Sucher Lambert erzählte mir, was ich war. Rice konnte mich nicht ansehen. Also bin ich so lange gerannt, bis ich noch mehr Templer fand. Das ist alles. Wie war es im Weißen Turm, als der Magieraufstand begann? Tot und trostlos, bettelnd und blutig. Einige wollten Freiheit, einige Frieden, einige Krieg. Und einige wollten, dass das alles aufhört. Evangeline war eine Templerin, aber sie half Rice, den anderen zu helfen. Sie ließ sie frei. Adrian war eine Magierin, aber sie tötete andere Magier, um den Kampf zu erzwingen. Sie wollte Blut sehen. Rice wollte einfach nur helfen und verhindern, dass andere leiden müssen. Vielleicht hat er mich ja deshalb gesehen. Was könnt ihr mir über Rice erzählen? Er war ein Magier. Er sah mich, als die meisten es nicht konnten. Und er hat sich an mich erinnert. Er hat mir geholfen und ich habe über ihn gewacht. Ich hatte Angst, Evangeline würde ihm wehtun. Sie war eine Templerin. Aber sie mochte es nicht, anderen weh zu tun. Als ich ging, ist sie geblieben. Jetzt wacht sie über ihn. Sie hätten bei den Aufständischen sein sollen. Aber vielleicht sind sie stattdessen gemeinsam fortgegangen. Keiner von ihnen mag das töten.
Wenn ihr möchtet, könnte ich die Mittel der Inquisition nutzen, um euren Freund aufzuspüren. Nein. Wenn sie am Leben und in Sicherheit sind, sollten sie fortbleiben. Am Ende wollte er mich nicht einmal mehr ansehen. Ich war für ihn nur noch ein Monster. Lasst ihn mich vergessen. Was meint ihr damit, dass ihr Magier getötet habt? Einige der Magier im Weißen Turm wollten sterben. Zu viel Trauer, zu viel Angst, zu viel von allem. Ich wusste nicht, was ich war. Ich dachte, ich sei ein Gespenst, das im Nichts verblasst. Als ich zu ihnen kam, konnten sie mich sehen. Ich nutzte das Messer, um sie zu befreien. Als Rice es herausfand, brachte er mich dazu, aufzuhören. Er brachte mich dazu, es zu verstehen. Es gab andere Wege, ihnen zu helfen. Aber das wusste ich nicht. Das klingt, als hättet ihr nicht gewusst, was ihr getan habt. Nein, ich habe getötet. Ich wusste es. Ich dachte nur, ich müsste es tun. Sie waren verletzt, verloren, verlassen. Es war alles, was ich tun konnte. Es war falsch. Ich habe falsch gehandelt. Wenn ich wieder damit anfange, müsst ihr oder Cassandra oder Cullen mich töten. Was könnt ihr mir über die Festung Adamant erzählen? Sie ist alt, voller Trauer und Leid. Sie sollte niedergerissen werden. Der Schleier ist dort dünn. Wir sind einem Dämon begegnet. Er hatte einen Mann berührt und ihn wieder real werden lassen. Das hat Rice und Evangeline Angst gemacht. Der Mann sollte nicht real sein. Dann fand der Dämon uns. Er steckte mich wieder an dem schlimmen Tag in den Schrank. Rice und Evangeline haben mich gerettet. Ihr sagtet, Sucher Lambert habe euch erzählt, was ihr wart. Ich verstecke Rice vor ihm, aber er singt Worte und sieht. Ich werde nicht zulassen, dass ihr Rice wehtut. Meine Nase explodiert in einem Schwall aus Blut. Nur ein weiterer Parasit, der in unsere Welt gekrochen ist und von all den Dingen zehrt, die ihr nicht haben könnt. Was wir in Adamant entdeckten, machte ihn wütend. Wir waren der erste Stein, der auf dem Gipfel eines Berges ins Rollen kam. Er musste uns aufhalten. Er tötete so viele ohne jegliche Reue. Rücksichtslos, rasend. Also kam ich und tötete ihn. Wenn ihr Lambert gehasst habt, warum seid ihr dann zur Festung der Sucher gegangen? Weil er recht hatte. Ich war ein Dämon. Ich hatte in Adamant Dämonen gesehen. Sie steckten Leute ins Dunkel, in die alten Qualen. So wollte ich nicht sein. Ich hörte in Val Royeaux die alten Lieder der Templer und folgte ihnen. Würde ich vergessen, versagen, verloren gehen, würden die Templer den Dämon töten. Ich würde nie wieder jemandem wehtun. Wir unterhalten uns später. Woher wisst ihr das? Tja, weil ich sicher wieder hier raufkomme. Ja, Cole, unser freundlicher Geist, die Fortsetzung von Kaspar, dem freundlichen Geist. Ja. Nur im Gegensatz hat Kaspar nie jemanden getötet. Naja. Ja, wie soll ein Geist reagieren, wenn er einfach mal aus dem Nichts kommt oder so und seine Gestalt noch hat, ne? Also besser gesagt, ja, es ist ein wenig tragischer, Freunde. Ich kenne ja die Geschichte von ihm. Und ich mag ihn sehr. Ich muss sagen, er ist einer der besten Charaktere für mich jetzt. Deswegen wird er auch durch Sarah Sarah wird abgelöst durch Cole, weil ich ihn einfach sehr interessant finde und auch durch ihn sehr viel Interessantes zutage tritt, weil er Dinge spielt oder so in der Gegend und mehr Sachen sagt teilweise. Wir haben zwei Sachen auf jeden Fall schon mal ready. Ein hoffnungsvoller Neuzugang. Der Shatterland-Knabe hat sich zurückgemeldet. Die Banditen wurden ohne größere Probleme ausgeschaltet. Er konnte womöglich Potenzial haben, Cullen. Cool. Aufarbeitung des Magieraufstandes. Kommandant, viele Magier sind gekommen. Ich hoffe, sie sind uns freundlich gesonnen. Sonst haben wir ein Problem. Hauptmann Rylan. Okay. Mal schauen, ob wir ein Problem bekommen. Dorins, bitte. Okay.
Ja gut, jetzt ist es egal. Inquisitor. Hauptsache, wir kommen weiter. Schatten über Denerim. Inquisitor, das Wichtigste zuerst. Eine Entschuldigung, ich habe den aufständischen Magiern Inferal den Zuflucht gewährt, um mit ihrer Hilfe meinen Onkel aus seiner eigenen Stadt zu jagen. Ihr könnt euch also vorstellen, dass meine Laune bei unserem ersten Treffen nicht die beste war. Ich wollte Radcliffe einfach säubern und es war mir völlig egal, wer wofür verantwortlich war. Heute wünsche ich mir, ich hätte anders gehandelt. Aber ist das nicht immer so? Die Kultisten, Venatori, wenn ich mich recht erinnere, mir wurde zugetragen. Bisher nicht. Dankeschön. Mir wurde zugetragen, sie wären im königlichen Palast wie Ratten, zaubernde, böse, grinsende Ratten. Ich weiß nicht, was sie planen, aber ich muss ihnen das Handwerk legen und nachdem die Inquisition alles über sie weiß, hoffe ich auf eure Unterstützung, bla bla etc. etc. Wartet, habt ihr das geschrieben? Ihr Schreiblinge macht das mit Absicht, oder? König Alistair Tatrin, okay. Das müssen wir mit dir machen. Inquisitor. 3 Stunden, ne? Zum Glück haben wir die Nacht. Dorinus, bitte, lesen wir auch schnell vor. Nun, da ihr das Sagen habt, muss ich unbedingt etwas loswerden. Tausend sind Venatoria-Magier in der Wildnis. Das wird euch vermutlich nicht überraschen, weil man hier nicht mal eine tote Katze werfen kann, ohne einen von Corypheus Schergen zu treffen. Aber diese Venatoria sind für mich selbst angesprochen wichtig. Ausgesprochen wichtig. Weil ich sie nämlich persönlich kenne. Ich würde sie sogar als Freunde bezeichnen, wenn das nicht implizieren würde, dass ich sie nicht tot sehen will. Aber das will ich. Da ich dank einiger Nachforschungen, die ich angestellt habe, bevor ich nach Süden kam, weiß, wo sie sein könnten, dachte ich mir, wir könnten doch die Köpfe zusammenstecken und sie gemeinsam aufspüren. Das würde dann dazu führen, dass sie euch auf Tevene verhöhnen und ihr sie töten müsstet. Und schon wäre alle zufrieden. Ihr, weil ihr eine potenzielle Gefahr beseitigt habt und ich, weil wir einige Männer und Frauen getötet haben, die zu dumm und engstirnig sind, um sie am Leben zu lassen. Sie werden vermutlich nicht ganz so zufrieden, aber wenn interessiert das schon. Es liegt also ganz bei euch, Lord Inquisitor Dorian. Ja, ja, komm. Haben wir sowieso angenommen. Von daher passt das schon. Pflicht oder Wahrheit? Der Celentinesee. Befehl erhalten. Ich informiere euch, Fischer. Von der Nachtigall. Aha. Interessant. Nicht gerade viel Info. Ressourcen, bla bla. Urteil. Dafür sind wir beschäftigt. In den Smaragdgräben Kontakt aufnehmen. Smaragdgräben. Ja, das ist auch noch was. Das ist nämlich eine andere. Ich will schon wieder sagen Stadt. Nee, ein anderes Land. In Sperrenharding hat in den Smaragdgräben Kontakt zu Fairbanks. Was Fairbanks und seinen Leuten aufgenommen. Sie hatte außerdem einen Zusammenstoß mit den Freikämpfern der Dales, die offenbar tatsächlich so gewalttätig sind, wie uns berichtet wurde. Was Fairbanks konnte ihm Harding leider nicht sonderlich viel entlocken. Er will sein Wissen anscheinend ausschließlich mit dem Herald Andrastis teilen. Da Fairbanks seine Informationen derart gut behütet, frage ich mich, ob sie nicht womöglich mit etwas zu tun haben, das über die Freikämpfer der Dalish hinausgeht. Wir müssen versuchen, so viele wie möglich von ihm zu erfahren. Harding hat in den Smaragdgräben einen Außenposten eingerichtet. Aber seid vorsichtig, Inquisitor. Die Wälder der Gräber sind tückisch und beherbergen sowohl neue als auch alte Gegner. Liliana. Cool. Das freut mich. Empris de Lyon befreien. Oh, das will ich dann auch noch. Ne, das kann ich noch nicht. Das ist noch. Ach, komm schon. Ich brauche definitiv dann wieder Machtpunkte. Schlange von Nevara können wir nicht machen. Wir haben eben Kallen.
Kallen. Unsere Spione haben den Zusammenstoß der Truppen aus Valrhoe und den kaiserlichen Armee in den Dalish untersucht. Beide Seiten haben vereinbart, die Kampfhandlung einzustellen und den Ausgang der Friedensgespräche abzuwarten. Was danach geschah, wissen wir nicht. Im letzten Heeresbericht von Gaspard Marschall ist von zahlreichen Fahnenflüchtlingen die Rede. Danach nichts mehr. Ich denke auch, dass wir der Sache nachgehen sollten. Macht, was ihr wollt. Meine Leute werden euch unterstützen, Liliana. Cool. Jetzt haben wir nur noch 4 Machtpunkte, Freunde. So tief war ich noch nie. Wir haben eben einen Vorposten eingerichtet. Sperren Harding ist unterwegs dorthin und erwartet weitere Befehle. Cool. Nee, wir gehen sicher nicht dorthin. Gibt es nichts mehr, das wir gerade so machen könnten. Alle sind beschäftigt hier gerade, die ich hier gebrauchen könnte. Ah. Definitiv. Wir haben alle am Arbeiten. Was ist das da oben noch? Beschäftigt. Okay. Dann sind wir hier fertig und wir... Das ist wieder Dragon Age Inquisition. Ja, es war eine lange Folge. Aber Freunde, ihr könnt euch auf jeden Fall auf viele neue Gegenden freuen. Weil, wenn ihr jetzt schon mal nur die Karte anguckt hier. Erhabenen Ebenen, die Smaragdgräber. Was ist das? Rostgipfelsenke? Es soll dort sein. Hier auch noch hin. Ist sicher ein DLC. Der Fallbruch, dort müssen wir noch was machen. Kammwald, Sturmküste. Sturmküste müssen wir auch noch. Nochmal, Valrhoe haben wir schon gehabt. Die fauchende Ödnis die verbotene Nase waren wir nur. Aber wir haben noch die fauchende Ödnis vor uns und die Westgrade. Naja, ziemlich viel neuen Stuff, den wir in den nächsten paar Parts wieder machen können. Und ich werde mich eben für die nächsten Parts mal kurz in den Emporium begeben und meine Augen umstylen, weil ich einfach finde, auch er hat ein Upgrade verdient. Unser guter Geralt. Again, ne? Denn, ja. Wir werden wieder in den Hinterlanden anfangen im nächsten Part. Und dann eins nach dem anderen abschließen, Freunde. Seid gespannt. Tüdelö!